Herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Talk How It Works, dein Weg zum Job. Ich bin Amna Franzke, ich bin die verantwortliche Redakteurin von Zeit Campus Online und ich sitze hier in der Redaktion von Zeit Online in Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr live euch hier zugeschaltet habt, gemeinsam mit unseren Gästen. Wir haben jetzt eine gute Stunde, ein bisschen mehr sogar, Zeit, um über das Thema Berufseinstieg zu sprechen und vor allem über eine Frage, nämlich, wie baue ich mir ein Netzwerk auf? Studierende, die jetzt kurz vor ihrem Abschluss sind, stehen vor einer riesigen Herausforderung. Wie kriege ich jetzt in dieser Krise einen Job? Und nicht nur irgendeinen, sondern im besten Fall natürlich den, der zu mir passt. Es gibt einen Tipp, den ganz viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, und zwar bau dir möglichst früh ein Netzwerk auf. Also geh auf Branchenveranstaltungen, zu Jobmessen und verabrede dich mit Leuten ganz gezielt zum Kaffee trinken. Aber wie soll das jetzt in diesem Ausnahmezustand funktionieren? Veranstaltungen sind die nächsten Monate abgesagt oder sie finden so wie diese hier online statt. Alle sind im Homeoffice. Also wie könnt ihr euch jetzt ein Netzwerk aufbauen? Wie funktioniert das? Für diese Frage haben wir drei Gäste eingeladen und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Wir haben Christine Lutz bei uns. Vielleicht winken Sie mal, Frau Lutz. Sie arbeitet im Personalmanagement der Lufthansa und ist dort Head of HR Management Executives. Dann ist Sabine Föhrmanns da. Hallo, Frau Föhrmanns. Sie leitet das Gesundheitsmanagement der Technikerkasse. Und Lars Hahn ist auch zugeschaltet. Er ist Geschäftsführer der LQV Weiterbildung GmbH und Experte zum Thema Netzwerken. Er hat unter anderem einen Blog geschrieben, der heißt Systematisch Kaffee trinken. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich freue mich, dass Sie zugeschaltet seid. Ein paar organisatorische Dinge vorab. Also wundert euch nicht, wenn ich öfter mal so nach unten gucke. Ich habe nämlich hier eine Kamera und dann habe ich den Bildschirm mit unserer Zoom-Konferenz und auch noch einen Bildschirm mit euren Fragen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, auf Slido live Fragen zu stellen und Fragen von anderen hochzuvoten. Also Fragen, die ihr gut findet, mit einem Daumen hoch zu versehen und die wandern dann immer weiter oben in die Liste. Und eure Fragen werde ich die ganze Zeit offen haben und immer wieder stellen und in die Diskussion mit reingeben. Und es gibt schon seit 2 Tagen tatsächlich Fragen bei uns in dem Slido-Stream. Also wir schauen da rein und nehmen die auf. Genau. Wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, dann werden wir improvisieren, aber bisher läuft eigentlich alles ganz gut. Wenn ihr aber irgendwas nicht funktioniert, wenn ihr uns nicht hört, dann schreibt auch gerne auf Facebook in die Kommentare oder per Slido rein. Dann können wir auch direkt darauf reagieren und sind mit euch verbunden. Fangen wir an noch mit der Frage, wo fange ich denn an? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe kurz vor meinem Masterabschluss, meine Praktika sind vielleicht jetzt irgendwie abgesagt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten. Wie bekomme ich einen Fuß in die Tür? Wo kann ich anfangen, mir überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen? Herr Hahn. Ja, oder wie geht Netzwerken in Zeiten, wo alles nur digital geht? Also für mich ist Jobsuche zum größten Teil eben nicht dieses aktive sich bewerben und Stellen recherchieren oder ähnliches, sondern wirklich so eine umfassende Geschichte. Und wenn es um Netzwerken geht, kann ich ja heute im Netz ganz viel tun. Es gibt die sozialen Netzwerke und gerade die Business-Netzwerke LinkedIn und Xing, wo ich ganz viel recherchieren kann. Und meine ketzerische These ist, Netzwerken besteht zu 80% aus Recherche und höchstens zu 20% aus Kaffee trinken. Und insofern ist dann diese Recherche natürlich jetzt sehr gut möglich. Die Älteren haben früher Telefonbücher gewälzt und gelbe Seiten angeschaut. Und heute steht einem durchs Internet natürlich jegliches an Informationen offen. Was heißt denn Recherche? Was meinen Sie denn genau? Was kann man da recherchieren? Was kann man da finden? Also ich treffe gerade auch viele Berufseinsteiger, die sagen, ja, sie haben gut reden, sie sind gut vernetzt, sie sind lange unterwegs, aber ich bin Anfänger und ich habe überhaupt kein berufliches Netzwerk. Und dann behaupte ich immer sofort das Gegenteil. Weil jeder hat ein Netzwerk. Wenn ich studiert habe, habe ich die Kommilitonen vom Bachelor, die Kommilitonen vom Master. Vielleicht sind schon manche vorausgegangen, die schon beruflich erfolgreich sind oder durch Praktika vernetzt sind und ähnliches. Die kann ich nenne es mal liebevoll stalken. Also denen liebevoll hinterhergehen und mich mit denen zusammentun, vernetzen. Und wenn ich die auf Xing, LinkedIn oder manchmal sogar Facebook adde, je nachdem welche Branche oder welches Thema das auch ist, dann finde ich auch in deren Kontakten wieder Menschen, die ich schon kenne oder die zu mir passen. Und so kaskadierend habe ich auf einmal ein ganz lebendiges Netzwerk. Übrigens,
gerade Berufseinsteiger, ich kann zurückgehen bis zum Abi-Leistungskurs. Ne? Und wenn ich zwei Leistungskurse hatte, ja, dann habe ich ja schon 30 Leute, die mein potenzielles Netzwerk sind. Sie haben gerade gesagt, liebevoll stalken. Das macht ja auch die andere Seite, Frau Lutz. Und Sie sitzen ja auch auf der anderen Seite. Schauen Sie sich, wenn Sie Bewerbungen bekommen, also sei es jetzt für eine Stelle oder für ein Praktikum oder wie auch immer, schauen Sie dann auch auf den Businessportalen nach und gucken Sie sich die Leute dann nochmal an. Also ich gucke schon auf LinkedIn, ob ich da jemanden finde, wenn sich ein Praktikant bei uns bewirbt. Ich bin selber nicht direkt für das Recruiting verantwortlich. Das haben wir in einer eigenen Abteilung organisiert. Aber wenn ich beispielsweise Praktikanten suche, dann schaue ich mir das schon auf LinkedIn an, was er oder sie für Erfahrung hat, gucken ja an, ja. Mit wem er oder sie selber verlinkt ist, was für Interessen sie oder er hat und mache mir da schon mal ein Bild, wobei ich nicht auf Facebook gucke. Das ist dann zu privat, sondern wenn, gucke ich mir das auf LinkedIn an. Und vielleicht da auch ganz interessant, weniger Xing als mehr LinkedIn. Warum? Gibt es einen Grund? LinkedIn gilt bei uns, wird bei uns bei Lufthansa immer gesagt, dass es internationaler ist und dass sich da mehr Menschen tummeln als bei Xing. Das ist vielleicht so eine Geschmacksfrage. Aber ich gucke auch selber nur auf LinkedIn und bin auch da selber nur aktiv. Frau Fermanns, wie ist es bei Ihnen? Worauf achten Sie, wenn Sie nach Leuten suchen, die sich bei Ihnen bewerben? Da wir eher als Fachabteilung unterwegs sind, arbeiten wir natürlich mit unserer Personalabteilung eng zusammen. Wir haben natürlich ein Berufsbild, was im Moment mit sehr vielen Studierenden besetzt ist. Das heißt, wir bekommen auch eine ganze Menge Bewerbungen und da ja, schauen wir natürlich auch, ist es vielleicht sogar jemand, der schon mal ein Praktikum bei uns gemacht hat oder zumindest einschlägige Erfahrung, weil man dann doch sagen muss, dass es dann auch wieder da eine Breite gibt von denen, die sich auch besonders engagieren in ihrem Beruf oder in ihrem zukünftigen Beruf oder die einfach nur studieren. Ja, und dann führen wir Bewerbungsgespräche und schauen, aber ehrlich gesagt auch, wer chemisch gut zu uns passt. Weil Noten und Lebenslauf das eine ist, aber die Persönlichkeit ist eigentlich noch das andere, weil das Fachliche können wir dann auch noch beibringen. Was für Tipps können Sie denn jetzt Leuten angeben? Angenommen, ich stehe jetzt kurz vor meiner Abschlussprüfung und denke, okay, jetzt lege ich mir schon mal Profile an, baue mir irgendwie meine öffentliche Darstellung irgendwie auf. Macht es dann Sinn, tatsächlich eine eigene Webseite zu haben und auf LinkedIn zu sein und auf Xing zu sein und vielleicht nochmal auf einer anderen Plattform sich darzustellen? Herr Hahn, haben Sie da irgendwie Tipps, wie man da rangeht? Wie immer kommt es darauf an. Es kommt sicherlich auch auf die Fachrichtung an. Für Künstler gilt was anderes als für Ingenieure. Während die Ingenieure sehr zweckorientiert sind und bei LinkedIn und bei Xing meistens ihr Profil sehr, sehr sachfachorientiert anlegen, sind da Marketingmenschen natürlich schon etwas offener. Und spätestens, wenn ich einen künstlerischen Beruf habe, brauche ich dann doch Facebook oder sogar eine eigene Webseite. Für 90 bis 95%, glaube ich, reicht Xing und LinkedIn. Und ich kann das verstehen, Frau Lutz, dass Sie bei der Lufthansa ist weltweit unterwegs, LinkedIn präferiert, wenn ich lokal mich positionieren möchte. Ich sage mal liebevoll, Xing ist auch Social Media für Social Media Skeptiker. Also da finde ich dann auch oft den mittelständischen Unternehmer oder die Personalleiterin, die sonst eher wenig unterwegs sind. Also es lohnt sich beides, ne? Und mit Xing, LinkedIn bin ich aber schon gut beraten und wenn wir auf Hochschulveranstaltungen oder Karrieretagen sind, empfehlen wir tatsächlich schon während des Studiums, so in der Endphase spätestens, Profile anzulegen und beide bieten auch für Absolventinnen, Absolventen schon genügend Felder und Möglichkeiten, da mich abzubilden. Das würde mich von Ihnen dreien tatsächlich interessieren. Was bedeutet für Sie eigentlich Netzwerken? Was macht ein gutes Netzwerk für Sie aus? Sie sind ja in sehr unterschiedlichen Feldern auch unterwegs. Also ich kann jetzt, es ist aber schon dann ein Schritt später, was ich dann immer nur empfehlen kann, wenn man dann den Einstieg geschafft hat, aber auch durch ein Praktikum, sich in einem Haus, wenn es ein bisschen größer ist und natürlich nicht nur aus 5 Leuten besteht, auch da selbst im Praktikum schon zu vernetzen, denn letztendlich werden Jobs auch danach vergeben, wer wen kennt. Man hat natürlich die offiziellen Stellenausschreibungen in einem größeren Haus, wir haben 14.000 Beschäftigte, aber letztendlich, wen suche ich denn, wenn ich jemanden schon kenne?
und weiß, wen ich mir in die Abteilung hole, ist das natürlich ein ganz anderer Vorteil dieser Person, als wenn ich jemanden noch überhaupt nicht kenne, mal ein Bewerbungs- oder zwei Gespräche führe, aber letztendlich so ein bisschen die Katze im Sack dann einkaufe. Und deswegen, ich habe jetzt schon ein paar Stellen hier im Haus gehabt in den vergangenen 20 Jahren und die habe ich nachher nicht mehr dadurch bekommen, dass ich mich offiziell beworben habe, sondern weil ich wusste, da ist eine Stelle ausgeschrieben, habe angerufen, habe gefragt, habe, passt es oder selbst angesprochen wurde. Also dafür ist ein Netzwerk immer gut und das kann man schon während des Studiums aufbauen mit Menschen, die man irgendwo trifft und kennenlernt und im Praktikum ja als Kollegen hat. Ich glaube, was beim Netzwerken auch wichtig ist, dass man ein ehrliches Interesse an den Menschen, die man trifft, hat, nicht immer sofort den Film im Kopf ablaufen lässt, das könnte jobrelevant sein. Der oder die könnte mich weiterbringen, sondern wirklich ein ehrliches Interesse an dem Menschen und an dem, was er oder sie erzählt, zeigen. Und oftmals ist einfach der Kumpel Zufall etwas, was immer wieder hilft. Da stimme ich Frau Vormanns zu. Man kann seine Karriere heutzutage, vielleicht konnte man das auch noch nie wirklich durchplanen, sondern man muss ja die Chancen ergreifen, die einem geboten werden. Und da ist vielleicht auch das Thema oder das Stichwort Praktikum ein gutes, wenn man schon welche absolviert hat, was ich auch in der heutigen Zeit auf jeden Fall jedem rate, da in der jetzigen Zeit vielleicht alte Kontakte anzuknüpfen und mal nachzufragen und ja, nicht anbiedernd, aber durchaus erstmal fragen, wie es dem oder derjenigen geht und dann vielleicht auch mal, wenn die Kontaktsperren vorbei sind, vorbeifahren, vorbeigehen und sich einfach mal wieder in Erinnerung rufen. Jetzt in einem großen Unternehmen wie Lufthansa ist das natürlich schwierig. Wir sind immer die Ersten in der Krise, die Letzten aus der Krise raus. Ist zwar eine sexy Branche, aber halt sehr krisenanfällig. Wir stellen nur ganz wenig ein im Moment. Ich habe mir das gestern nochmal auf unserem Stellenportal angeschaut. Wir haben immer noch Stellen online, aber halt sehr, sehr spezifische IT, viel bei der Lufthansa Technik, vielleicht so ein paar Rechtsreferendar-Positionen. Aber ja, da selbst wenn man dort mal ein Praktikum absolviert hat, immer mal wieder im Gedächtnis bleiben mit den alten Kollegen, den alten Vorgesetzten, um da zu hören, auch wie es vielleicht im Moment demjenigen oder denjenigen in der Krise geht. Und dann wird man sich an sie erinnern. Noch eine Ergänzung. Also ich habe, als ich fertig war mit dem Studium, gedacht, ich müsste jetzt mich so ranschmeißen an Personalleiterinnen und Personalleiter. Und die haben ehrlich gestanden was anderes vor. Und das große Missverständnis, was ich hatte, war, ich müsste jetzt sozusagen an jemand, der entscheidet, sofort ran. Aber ein Netzwerk funktioniert ja gar nicht so, sondern ein Netzwerk funktioniert auf Augenhöhe. Und wenn ich Berufseinsteiger bin, ist mein Netzwerk geprägt von Berufseinsteigern. Meistens wenigstens. Wenn es die Chefin ist aus dem letzten Praktikum, ist auch schön. Aber dieses Streben nach, ich muss da jetzt sofort an den CEO von Lufthansa, ist ja illusorisch, das geht ja gar nicht. Also wer von meinen Mitstreitern, Kommilitonen arbeitet bei Lufthansa, das könnte so ein Ansatz sein. Oder wen kenne ich, der schon den Einstieg gefunden hat in meiner Branche. Und dann dieses auf Augenhöhe ist eben auch immer geben und nehmen, das ist tatsächlich so. Was die Leute immer gerne tun, ist über ihren Job zu erzählen. Und gerade wenn ich jetzt auf Jobsuche bin, kann ich mit ehrlichem Interesse, mit wirklich, wirklich, wirklichem Interesse ganz viel lernen darüber, wenn ich Menschen frage, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich als Marketing-Junior bei der Firma XYZ? Erzähl doch mal aus deinem Alltag. Und das machen die Leute so gerne und die fühlen sich so wertgeschätzt, wenn sie mal die Möglichkeit haben, jemandem Fremden über ihren Job zu erzählen. Und das Interessante ist, die meisten erzählen eher Positives. Dazu passend auch noch eine Frage gerade eingelaufen, und zwar zum Thema berufliche Neuorientierung. Also es ist ja auch nichts Neues und Ungewöhnliches, dass Karrieren nicht geradlinig innerhalb eines Unternehmens oder auch innerhalb einer Branche unbedingt verlaufen, sondern dass man sich neu orientiert, dass man eine Branche wechselt, dass man in ein ganz anderes Feld geht.
Haben Sie Tipps, wie man sich da neu ein Netzwerk aufbauen kann? Also wenn ich nicht auf alte Kommilitonen zurückgreifen kann und nicht schon mein Praktikum gemacht habe. Gibt es da Strategien, wie man da rangehen kann? Herr Hahn vielleicht. Also dann gehe ich zurück bis zu meinen Abi-Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Oft ist das gerade, wenn ich ein Studium gerade absolviert habe, ja noch gar nicht so lange her. Und da sind immer alle Bandbreiten da. Also wenn ich jetzt Ingenieurwesen studiert habe und merke, das ist eine Sackgasse, ich würde doch lieber irgendwie was völlig anderes machen, mit Literatur, so, dann gucke ich doch mal, ob ich jemanden kenne, der was beruflich mit Literatur macht. Das Schöne ist ja, dass auch Deutschland in den 2020ern ein bisschen aufbricht von dieser Abschlussfokussierung, wer einmal Ingenieur ist, muss immer Ingenieur. Wobei Ingenieure sind vielleicht nicht so das gute Beispiel, da ist das noch relativ traditionell, aber im Zuge von 18.000 verschiedenen Studienabschlüssen ist die Durchlässigkeit ja durchaus groß. Und bei uns im Haus zum Beispiel, wir sind jetzt ein kleines Unternehmen, haben viele Akademiker hier und wir haben verschiedenste Fachrichtungen. Einer unserer Berater ist ein Biologe, der nächste ist Sozialwissenschaftler, dann haben wir eine Historikerin und dann haben wir einen Diplom-Ingenieur. Also sehr bunt und alle machen das Gleiche mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das heißt, wenn ich etwas studiert habe und gerade jetzt Berufseinsteiger haben ja oft die Befürchtung, ich habe jetzt mich völlig verzockt. Bei mir war das so. Ich war mit meinem Studium fertig und wusste nicht, was ich danach tun soll. Und danach war jetzt gerade angefangen. Und dann ging es mit Zufall doch relativ schnell, weil ich jemandem begegnete, der sagte, ich finde das total spannend, dass du vorher die und die Berufsausbildung gemacht hast. Ich bin Fahrlehrer von Hause aus. Und du kannst ja schon mit Menschen. Und dieses mit Menschen können war auf einmal im Vordergrund, nicht mein akademischer Abschluss. Ich glaube, das Umsatteln das Umsatteln, wenn man älter ist, ist noch mal schwieriger, weil das muss man ja deutlich besser begründen. Aber wenn man jung ist und sich, wie Sie, Herr Hahn, sagen, im Studium vielleicht verzockt hat und auf ein anderes Pferd satteln will, dann kann man das vielleicht noch mal eher mit einem Praktikum unterstreichen und sagen, ich probiere mich da aus und bilde dort durch dieses Praktikum auch noch mal ein neues Netzwerk. Aber auch in den jetzigen Zeiten, vielleicht in den nächsten paar Monaten, einen Praktikumsplatz zu bekommen, ist vielleicht nicht so einfach, aber auch diese Zeit, die jetzt vielleicht von Unsicherheit geprägt ist, von teilweise Stillstand, kann man ja durchaus überbrücken, indem man sich sozial engagiert, nochmal ins Ausland geht oder diese Zeit einfach nicht abwartet wie ein Kaninchen vor der Schlange, mit Angst, sondern sie wirklich ganz bewusst nutzt, sobald wir wieder reisen können, einfach ganz bewusst etwas anderes zu machen, um da auch seine Persönlichkeit zu schärfen und auch durchaus eine Zeit zu füllen, die sich im Lebenslauf immer gut macht. Denn wir wollen ja heute nicht mehr den reinen Akademiker, also in den wenigsten Branchen jeweils, den reinen Akademiker, der nur vor seinen Büchern gesessen hat, sondern wir wollen ja den Menschen mit Persönlichkeiten. Und da kann auch ein Lebenslauf, der einen stutzen lässt, wenn man viele Lebensläufe liest, durchaus angenehm sein und Interesse hervorrufen. Vielleicht können wir auf den Punkt nochmal genauer eingehen, denn genau in diese Richtung zieht auch eine Frage ab, die jemand schon gestellt hat, nämlich, also alle, die jetzt eigentlich gerne ein Praktikum machen würden in den nächsten Monaten und jetzt nicht die Chance haben, weil viele Praktikumsstellen nicht... Diese Zeit wird sich ja noch die nächsten 1-2 Jahre tatsächlich in den Lebensläufen der Leute bemerkbar machen. Vielleicht können wir noch ein bisschen andere Ideen sammeln. Wie kann man diese Zeit jetzt nutzen? Was könnte man lernen für Fähigkeiten und wo finde ich eigentlich ein Angebot dafür? Ja. Oder Frau Lutz, gerne. Also ich fange mal an. Ich habe hier dieses Kärtchen nochmal dahinter, hinten an der Wand. Du bist mehr als dein Lebenslauf. Also es gibt auch diesen Spruch, ich habe da eine Lücke im Lebenslauf. Ja, war geil. Der ist ja sehr beliebt und kursiert bei Facebook und Ähnlichem. Also ich glaube, dass dieses Fokussiertsein auf Lücken im Lebenslauf mittlerweile eher weniger ausgeprägt ist in den Unternehmen. Also wenn ich zeige, dass ich engagiert bin und einen Weg gegangen bin, dann kann ich auch mal abgebogen sein oder Rast gemacht haben. Und insofern ist das Thema Angst mit dem Lebenslauf gar nicht so schlimm.
Praktika sind ja schwierig im Moment. Also wer Leute ins Homeoffice schickt, das merken wir ja auch bei unseren Teilnehmern, die auch ein Praktikum suchen teilweise. Wer Menschen ins Homeoffice schickt, nimmt keine Praktikanten. Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich aus Hygieneregeln möglichst wenig Leute im Haus habe, dann nehme ich keine neuen auf. Wenn das so der Grundtenor im Moment ist, was kann ich tun? Also es gibt ganz viele Jobs im Moment, die durchaus gefragt sind. Ein Job, wo besonders viele Studis gefragt waren, ist dieser Containment Scout. Da sind diese Detektive für die Gesundheitsämter, die telefonieren, wo Kontaktpersonen sind. Da waren massenhaft Stellen und die werden auch nach wie vor besetzt werden. Es Da gibt waren auch diese, 11.000 Bewerbungen. genau, 11.000 Bewerbungen. Und es gibt viele Jobs, die möglicherweise vielleicht erstmal nur dazu da sind, Geld zu verdienen, weil machen wir uns nichts vor, viele wollen ja gar kein Praktikum, sondern Kohle. Und das ist ja legitim, wenn ich fertig bin mit dem Studium, ich brauche Geld. Und da ist sogar mein Tipp, manchmal mach lieber erstmal noch weiter einen Studijob und konzentriere dich darauf, wo du wirklich hin willst und bewirb dich ganz in Ruhe. Also auch das ist eine legitime Überbrückung. Und der Rest ist aktive Jobsuche. Und also nicht nur Bewerbungen schreiben. Das macht sich immer so schlecht, ne? So 6 Monate nur Bewerbungen geschrieben auf Stellen, wo ich vielleicht doch nur halb gepasst habe, sondern wirklich recherchieren, wirklich sichtbar vernetzen, eine Sichtbarkeit aufbauen, wenn das zu mir passt. Auch telefonieren ist ja jetzt wieder in Mode gekommen, habe ich mir sagen lassen. Also wirklich ganz normal Telefongespräche mit Freunden führen und so weiter und so fort. Also einfach Kontakte pflegen. Und das kann man machen, wenn man sehr kommunikativ ist. Das kann man aber auch schriftlich mit schriftlichen Kontaktanfragen, Mails durchaus machen, wenn man ein bisschen zurückhaltend ist. Ich denke mal, das ist wichtig, dass man auch Unterbrechungen, Änderungen, Auszeiten gut begründen kann. Und ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass gerade Corona ist. Und wenn hier hätte ein Praktikum stattfinden sollen in der Zeit und da ist ein Loch im Lebenslauf, kann man darauf gut hinweisen. Aber eben auch die Zeit, es gibt auch von internationalen Universitäten Online-Kurse, die auch über eine längere Zeit gehen und nicht nur einen Vortrag sind. Da kann man schauen, man kann noch mal versuchen, auch neue Bücher zu entdecken. Die müssen ja auch nicht nur alles immer Fachbücher sein oder man liest mal was, was mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, und entdeckt plötzlich Parallelen und Themen. Aber auch das, was wir immer gesagt haben, da eben gesagt haben, ich glaube, Veränderungen auch im Lebenslauf, wenn man sie für sich gut begründen kann und nicht wirklich alle 3 Semester ein neues Studium angefangen hat. Aber wenn man mal eine Sache abbricht und was Neues macht, man ist da nicht gescheitert, auch, oder man hat es nicht abgebrochen. Ich sage immer, man nimmt aus jeder Sache irgendwas mit, was ich in der nächsten Situation nutzen kann. Und selbst wenn ich was gemacht habe, was für mich total unangenehm war und ja, auch selbst mit körperlichen Beschwerden da, dass ich das erfahren habe und das, was das mit mir gemacht hat und ob ich das nochmal in meinem Leben so erleben möchte. Auch so eine Erfahrung ist im Nachgang dann immer sehr viel wert. Frau Lutz, eine Frage an Sie. Wie kann man seine Persönlichkeit in sozialen Netzwerken zeigen, fragt jemand. Ich glaube, das zielt auf Ihre Bemerkung von vorhin ab, dass Sie manchmal so überrascht werden wollen, wenn Sie eine Bewerbung sehen, zum Beispiel, oder wenn Sie jemanden sehen auf einem Netzwerk oder wo auch immer. Können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen darauf eingehen, so, was ist etwas, was Sie überrascht? Was ist etwas, was irgendwie hervorsticht bei Bewerbungen? Also wenn wir jetzt an Online-Bewerbungen oder überhaupt an Lebensläufe, die in LinkedIn abgebildet sind, sprechen, dann würde ich da Wert drauf legen auf das, was ich als Interessen preisgebe. Also bin ich jemand, der sich sozial engagiert, der eine Sportart besonders gut kann, nicht so reinschreibt wie die meisten lesen, reisen und Freunde treffen, das ist ja heutzutage normal, sondern wirklich etwas, wo er eine Leidenschaft entwickelt. Denn wir wollen Menschen, die eine Persönlichkeit haben, die für irgendwas brennen, eine Leidenschaft haben. Denn man vermutet, oder vielleicht spielt er ja ein tolles Instrument in einem Orchester, was auch immer, dass man eben weg von diesem Mainstream ist. Menschen mit Ecken und Kanten, das sagt sich natürlich immer so leicht, ne? Jemand muss sich ja auch führen lassen, also darf nicht nur ein Rowdy oder ein crazy Mensch sein, sondern er muss natürlich auch schon zielorientiert sein, aber etwas, was ihn hervorsticht. Und da können auch außergewöhnliche Hobbys, Taekwondo oder
Synchronschwimmen, was auch immer, was man einfach gerne macht, das sollte man auch reinschreiben, damit man als Gegenüber, sprich als potenzieller Arbeitgeber sieht oder eine Ahnung, eine Idee bekommt, was es für ein Mensch ist. Deswegen glaube ich auch, dass dieses ein Studium in möglichst kurzer Zeit durchzuprügeln gar nicht das A und O ist, denn wir müssen heute alle bis wahrscheinlich länger als Alter 67 arbeiten. Also das muss ich schon und die junge Generation wahrscheinlich noch länger. Und da braucht es eher eine Zeit, wo man sich ja entwickeln kann, in einem geschützten Raum ja Entdeckungen zu machen, die einen für das Leben prägen. Wobei die finanziellen Sachen darf man nicht aus dem Blick verlieren. Ne? Viele sind einfach darauf angewiesen, dass sie schnellstmöglich Geld verdienen. Und gerade seit der Bologna-Reform hat man ja eben das Dilemma auch, dass man auch im Studium gar nicht mehr diese Zeit bekommt, auch noch mal ein bisschen rechts und links zu schauen und mal Ja. auszuprobieren. Und ich glaube, das führt eben auch dazu, dass da auch so eine zum Teil doch hohe Frustration oder auch Stressbelastung dann ist, dass man eben dieses nicht mehr hat. Ich habe mich jetzt für eins entschieden, habe, wie Herr Hahn da eben sagte, 18.000 verschiedene Möglichkeiten, mir was auszusuchen. Früher hatten wir halt den Ingenieur, den Juristen und den Mediziner, Lehrer und noch ein paar andere, das war's. Und das ist, glaube ich, schon heute, ja, bin ich überhaupt richtig unterwegs? Und jetzt dürfen wir auch noch disruptiv was anderes machen. Ja, also es stehen mir eigentlich alle Möglichkeiten zur Verfügung und dann scheitere ich vielleicht dann doch an irgendeiner Stelle und frage mich, aber es haben doch immer alle gesagt, es ist doch egal, wie ich wo was mache. Und ich denke, das ist, glaube ich, dieses Paradoxon, wo wir nur Mut zusprechen können, zu sagen, ja, eine gewisse Haltung dazu, es wird schon, nicht nach dem Motto, es fliegt mir schon irgendwie zu, sondern ich gehe hier meinen Weg, von dem ich überzeugt bin und dann, damit werde ich meinen Erfolg haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und mit dem Experimentieren finde ich dann auch legitim, wenn man ein Studium hat, womit man unglücklich ist. Das bringt es nicht, wechseln oder einen Job. Dafür sind auch Probezeiten ja übrigens da. Ne? Ich glaube aber auch trotzdem, dieses Geld verdienen müssen nachher, ist natürlich dann auch der Punkt, hänge ich nachher in irgendeiner Sache fest und habe gar nicht die Chance, mal nach links und rechts zu schauen. Ich noch Ja, einen das stimmt. draufgesetzt. Ich erlebe viele Berufseinsteiger, die stranden manchmal hier bei uns, die sind noch gar nicht eingestiegen und dann landen die bei uns. Wir beraten ja, wir machen mit denen dann noch so Add-on-Weiterbildungen für Geisteswissenschaftler, Social Media oder Projektmanagement oder sowas für Ingenieure. Und ich erlebe das oft, dass ein unwahrscheinlich großer, selbst aufgebauter Traumjobdruck da ist. Also ich darf jetzt nicht was Falsches anfangen. Wenn ich jetzt die Weichen falsch stelle, dann habe ich sozusagen mein Leben versaut. Ich halte das für ein Gerücht. Die meisten brauchen erstmal einen Einstieg, einen guten Job. Der soll Freude machen, zufrieden sein, ist glaube ich, ganz wichtig. Glücklich werde ich sowieso lieber außerhalb des Jobs und Glück ist temporär. Also eine gewisse Grundzufriedenheit und sozusagen diesen Spagat zu gehen, einzigartig zu sein und auch was zeigen zu können, warum man mich einstellen kann, aber auf der anderen Seite eben ein Stück weit, ja, mich nicht zu überhöhen und mich auch nicht naja, zu verrennen, ne? Also ich habe schon Leute erlebt, die wählen halt diesen Job nicht und den nächsten nicht und den nächsten nicht und dann irgendwann ist das Jahr vorbei. Und also mein erster Job war gar nicht so attraktiv. Ich bin da auch so reingerutscht. Ne? Also ich landete an einer Hochschule als Studienberater und ich wurde bezahlt für Studienberatung. Reden. Ich hatte mich ja beworben auf Beratung und reden kann ich auch. Und wobei ich das auch lange erst lernen musste oder erfahren musste, dass ich das kann. Das hat mir im Studium keiner gesagt. Und war tatsächlich engagiert und wollte was tun und durfte dann Papierkram machen. Und naja, ich wurde gut bezahlt und habe das sogar 3 Jahre, 4 Jahre gemacht. Und dann bin ich sogar aufgestiegen in der Firma und war dann 7 Jahre dort. Aber so richtig toll war das nicht, aber es war okay. Ne? Und man entwickelt sich weiter. Und beim nächsten Jobwechsel habe ich es dann konkreter gemacht. Da habe ich wirklich angeschaut, was sind meine Fähigkeiten und was will ich wirklich. Und wenn ich das schon nach dem Studium machen kann, ist das auch nicht uncool.
Ich habe in meinem ersten, oder vielmehr, das war dann der zweite Job, bin ich ein Jahr mit Bauchschmerzen und Albträumen jeden Tag zur Arbeit gegangen. Und habe das ein Jahr gemacht. Und habe dann eine kleine Disruption vorgenommen. Seitdem geht es mir ziemlich gut. Und wie haben Sie gemerkt, dass das nicht das Richtige für Sie ist und Sie was grundlegend ändern müssen? Ja, indem man immer Bauchschmerzen und Albträume hat und dann merkt, du musst den Job. Aber ich meine, das gibt einem ja auch nicht sofort eben die Möglichkeit, sondern man beschäftigt sich dann plötzlich damit. Und das ist auch das, wo wir am Anfang schon drüber sprachen, wenn ich meinen Job wechsle, ich mache das ja auch nicht. Ihr Hahn sagte, ich bin jetzt, weiß nicht, Ingenieur, will dann irgendwas mit Literatur machen, dass ich jetzt plötzlich wie sage, jetzt mache ich was mit Literatur, sondern ich beschäftige mich ja mit dem Thema und lese was und lerne Leute kennen und bilde mich da weiter. Und bei mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe dann noch mal ein zweites Studium draufgesetzt, einen Master und habe danach verschiedene Jobs gemacht, mit denen ich ziemlich glücklich war. Ich würde noch mal auf ein paar Fragen eingehen, die hier gerade aufgelaufen sind. Und zwar fragt jemand, wie kann ich potenzielle Arbeitgeber auf Xing zum Beispiel oder LinkedIn ansprechen und anschreiben? Wie mache ich das? Wie gehe ich da vor? Wenn ich jetzt sage, ich möchte tatsächlich in die Branche reingehen und Kontakte knüpfen, wie mache ich das? Haben Sie also Tipps? Ich knüpfe nochmal bei der Augenhöhe an. Ne? Also ich würde, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was ich wirklich cool finde, übrigens da ein Bonustipp, sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn kann man über diese erweiterte Suche mal so eine Branchenrecherche machen. Und da stolper ich Unternehmen aus meiner Branche, vielleicht sogar in meiner Nachbarschaft, die ich noch gar nicht kannte. Und dann würde ich in diesen Profilen der Leute, die da arbeiten, gucken, ob da jemand ist, der das gleiche Studium gemacht hat, vielleicht selber Berufseinsteiger ist, ähnliche Interessen hat, auch Synchronschwimmen macht, so wie ich zum Beispiel. Also einfach Gemeinsamkeiten suchen. Ich würde, Netzwerken besteht immer auch ein Stück weit aus Gemeinsamkeiten finden und sich wohl miteinander fühlen. Und das gilt digital genauso. Das heißt, ich würde jetzt nicht die Personalleiterin anschreiben oder vielleicht eher dann noch die Abteilungsleiterin, die fachlich zu mir passt. Und dann schreibe ich die tatsächlich per Kontaktanfrage an. Und idealerweise bei Xing und LinkedIn mit einem Text dazu, weil das besser ist als so ein Anstupsen bei Facebook. Und was würden Sie dann da reinschreiben? So ganz konkret? Also wenn es jemand auf Augenhöhe ist, dann im Zweifel sogar, hallo Martina, ich habe gerade dein Profil gesehen, also wirklich als Einsteigerin kann man sowas noch, man kann natürlich, muss mal gucken, ne? Xing hat ja jetzt auf Du umgestellt gestern. Ich habe gerade dein Profil gesehen, du arbeitest genau in der Branche, wo ich hin möchte und hast den Einstieg schon geschafft, ich bin gerade dabei. Darf ich dich als Kontakt hinzufügen? Könnten wir uns vielleicht sogar mal unterhalten? Und das Interessante ist, unsere Teilnehmer machen das regelmäßig. Die sind selber total überrascht. In 80% der Fälle funktioniert das. Also, das setzt natürlich voraus, dass man einen Premium-Account hat bei LinkedIn. Dann kann man ja ohne jemanden zu verlinken schon mal eine Nachricht schreiben. Also ich habe nur den billigen Account, aber das ist vielleicht etwas, was man Youngstern durchaus raten kann, da ein bisschen Geld zu investieren und in diesen, gibt es wahrscheinlich auch Studienrabatte oder so, dass man tatsächlich in einen Premium-Account investiert und auch jemanden tatsächlich anschreibt, vielleicht auch Bezug nimmt auf das, was der gepostet hat, geteilt hat und da Interesse bekundet. Was ich immer mal wieder bekomme, sind so Massenmails. Da setzt jemand, hat einen Text vorgefertigt und nur meinen Namen eingesetzt. Da weiß ich, ich bin einer von 50, den der angeschrieben hat. Da antworte ich dann eher nicht. Also man muss schon merken, dass man wirklich gemeint ist. Aber das ist ja genauso wie der Rat, den man, als es noch Papier gab, sagte, dass man eben keine Massenbewerbung rausschickt, sondern wirklich spezifisch auf das Unternehmen bezogen Anschreiben formuliert und auch seine Bewerbung ausrichtet. Diese Mühe muss man sich einfach machen. Noch eine Frage, die tatsächlich jetzt gerade aufkam. Wäre es irgendwie komisch, wenn sie jetzt ein Bewerbungsgespräch mit jemandem geführt hätte, der hat eine Absage bekommen und danach schickt er ihnen eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Würden Sie das annehmen oder fänden Sie das irgendwie blöd? Nö. Why not? Also,
Ich würde dem zustimmen. Also zeigt ja, dass er interessiert ist und dass er sich durch meine Absage nicht hat frustrieren lassen. In ganz vielen Unternehmen gibt es ja gerade einen Einstellungsstopp. Also Unternehmen, die sehr stark von der Krise betroffen sind. Frau Lutz, Sie hatten vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass auch bei der Lufthansa nicht mehr oder nur sehr spezifisch jetzt gerade eingestellt wird und gesucht wird. Wie sieht es aus? Kann man trotzdem eine Bewerbung initiativ einfach schicken, um sich bekannt zu machen, um sich sichtbar zu machen? Was halten Sie davon? Ich glaube, das würde ich im Moment nicht tun. Da wäre mir die Gefahr, dass es vielleicht versandet, zu groß. Also insbesondere bei der Lufthansa, denn bei uns ist es keine Krise, die in ein paar Monaten vorbei ist, sondern bei uns wird es länger dauern. Ja, da wird es wahrscheinlich Unternehmen geben, die sich deutlich schneller erholen. Was ich eher tun würde, wäre wirklich auf unser Karriereportal zu schauen. Das ist be-lufthansa.com. Und da sind immer konkret Stellen gepostet, die wir extern ausschreiben. Und es wird auch nach wie vor Stellenausschreibungen geben. Und da würde ich eher spezifisch auf Stellen antworten, um nochmal auf die Frage Bezug zu nehmen, als Initiativbewerbung zu machen. Vor der Krise, vor Corona war es eine ganz andere Welt. Da waren wir wirklich im Arbeitnehmermarkt. Und da hätte sich das eher gelohnt als im Moment. Ist mein Gefühl. Wie sehen die anderen beiden das? Vielleicht auch aus Ihrem eigenen Arbeitsumfeld herausgesprochen. Initiativbewerbungen, kommt es gut an? Macht es Sinn oder lohnt es sich die Mühe eigentlich nicht? Also ich bin jetzt ja nicht direkt im Personalbereich tätig. Auch wir suchen natürlich sehr spezifisch. Wir sind jetzt von der Krise zum Glück weniger betroffen als Mitglied der größten Branche in Deutschland im Gesundheitswesen. Aber auch wir gucken natürlich trotzdem auf unsere Stellen und es ist schon, dass auch die IT-Welt natürlich bei uns sehr gefragt ist. Wir haben eine riesige IT-Abteilung. Auch da schon mal eher schauen. Wer wird denn gesucht? Ich deutete ja da eben an, dass jetzt im Bereich Gesundheitswissenschaften im weiteren Sinne einfach aufgrund vieler Studierenden auch sehr viele Bewerbungen kommen. Blindbewerbungen werden nicht zu mir durchgereicht, weil wenn ich keine Stelle habe, kann ich leider auch niemanden einstellen. Und wenn, dann suche ich auch sehr spezifisch mit gewissem Fachwissen. Also es hängt eben in der Tat von der Stelle ab. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe da eine Qualifikation mittlerweile erworben, die eben nicht so jeder hat und die für dieses Unternehmen auch sehr passend sein könnte, würde ich es durchaus wagen. Und viele Unternehmen haben auch eine Datenbank, fragen dann zurück, passt jetzt gerade nicht, aber es ist für sie okay, dass sie ihre Unterlagen behalten, denn wir finden ihre Daten sehr interessant. Das passiert aber auch. Ich habe negative Erfahrungen als Bewerber mit Initiativbewerbung gemacht. Man hat mir da mal den Kopf gewaschen, weil ich dann Initiativ einfach geschrieben habe und dann bin ich eingeladen worden. Das war eines der wichtigsten Gespräche. Und der hat mich gefragt, ja, was wollen Sie denn jetzt für uns tun? Und warum haben Sie sich jetzt hier beworben? Und ich hatte mich nur so oberflächlich informiert, wie man das für ein normales Vorstellungsgespräch gemacht hat. Und dann hat er gesagt, also mit so einem Angebot sind Sie aber ein bisschen schwach aufgestellt. Das war jetzt nichts für Sie. Und ich gebe Ihnen mal die und die Tipps. Ich fand den echt ätzend, den Mann, aber der hat mir damals schon auch eine Ausrichtung gegeben. Ich find diesen Weg, also erstens, ich brauche ja jetzt einen Job, wenn ich jetzt arbeitslos bin in Corona-Zeiten und ich kann ja nicht warten. Da muss ich ja was tun und wenn ich keine Stellen finde, muss ich irgendwas anderes machen. Dass ich gezielt erstmal Personen finde, mit denen eine Beziehung oder einen Kontakt aufbaue, meine eigenen Kontakte pflege, die Ohren offen halte und möglicherweise von Stellen erfahre, die auf dem sogenannten verdeckten Stellenmarkt offen sind. Also in unserer Branche ist gerade eine hohe Dynamik. Das Bildungswesen ist gefordert jetzt, sowohl für Betriebe als auch für Arbeitslose. Und wir hatten Kurzarbeit für eine Woche. Und danach ging bei uns die Post ab. Dann haben wir auf Online umgestellt und in unserer Branche ist jetzt viel Bewegung. Also wer jetzt zum Beispiel im Bildungswesen, man sagt immer, ne, wer
Geisteswissenschaften oder Pädagogik studiert hat und nicht Lehrer werden will, der hat es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Nö, eben nicht. Also wenn ich die richtige Nische gerade finde, die im Moment sucht. Ich habe jetzt eine Dame gehabt, die kam von einem Modeunternehmen aus Deutschland, aus dem Qualitätsbereich. Mode ist echt nicht so ein richtig cooler Platz im Moment, aber die hat total Bock auf Arbeitsschutzkleidung. So, Arbeitsschutzkleidung und Gesundheitswesen ist im Moment sehr gefragt. Ne? Und alleine dieses Gespräch hat mich selber so inspiriert, sie aber auch. Also wir hatten total Spaß daran, Ideen zu entwickeln. Und die ist aus dem Gespräch rausgegangen und hat nach Arbeitsschutzkleidungsunternehmen für die Gesundheitsbranche gesucht und hat mir noch eine Mail geschrieben. Ich habe 5 gefunden, bei einer Recherche übrigens bei Xing. Das passt ganz gut zu einer Frage, die tatsächlich hier auch gerade am höchsten in der Liste steht, das größte Interesse gerade hat. In welcher Branche habe ich aktuell die beste Chance, eingestellt zu werden? Und ich würde noch nachschieben, und lohnt es sich auch tatsächlich jetzt, mich darauf auszurichten, jetzt in der Krise, und zu sagen, okay, vielleicht habe ich mich eigentlich in die, sage ich mal, Tourismusbranche hinentwickelt in dem Anfang meines Studiums, und macht es jetzt Sinn zu sagen, ich gehe vielleicht nochmal einen ganz anderen Weg? Aber heißt das, dass ich dann nochmal eben neu studiere oder ich wechsle vom Tourismus, weiß ich nicht, in den Gesundheitsberuf? Also das ist ja immer eine Frage, das ist ja nicht, also ich weiß nicht, vielleicht haben die beiden Kollegen da eine andere Erfahrung, aber ich frage mich gerade, was heißt neu ausrichten oder mich überhaupt danach ausrichten? Ich meine, es gab mal eine Zeit, haben alle Lehramt studiert, weil es nicht genügend Lehrer gab. Als sie dann alle fertig waren, gab es dann leider wieder zu viel. Mit Medizin hatten wir das auch schon mal. Ich finde immer noch, man sollte auch das studieren, wo man viel Interesse daran zeigt, wenn man dann auch gut ist und nicht nur das, wo man vielleicht die besten Arbeitschancen hat oder das meiste Geld verdient. Also finde ich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten. Also das teile ich zu 100%. Aber der Student oder die Studentin fragte ja ganz konkret, wo werden auch vielleicht für die Zukunft Leute gesucht? Das ist sicherlich das Thema Digitalisierung, was in den nächsten Jahren, ich würde sagen, 10 Jahren en vogue ist. Digitalisierung, IT. Also da suchen alle Unternehmen, auch wir nach wie vor, ob man auf dieses Pferd, wenn man vorher Romanistik studiert hat, umsatteln kann, ist halt die Frage, wenn man, das können vielleicht die wenigsten. Aber Romanistik mit Digitalität zu verbinden, das wäre was, klar. Also das ist ja die Fachkompetenz, die man dann hat, ne? Und ich tendiere auch dazu, dass man sich genau überlegen sollte, was man gerne macht und was man gut macht, worin man talentiert ist und daraus eher die Jobsuche gestalten. Natürlich ist es immer schwierig, den perfekten Job zu finden, den Traumjob, aber eine Position, eine Arbeit zu finden, die das so annähernd abbildet. Und man sollte vielleicht wirklich von den Talenten herkommen, wenn man sagt, man kann gut reden, man kann gut mit Menschen arbeiten, man ist vielleicht gut in Excel-Tabellen, dann da entwickeln sich ja auch Jobs. Also da kann man ja sehen, welche Jobs dafür geeignet sind. Und vor der Krise waren wir, wie gesagt, im Arbeitnehmermarkt. Und wenn jemand jetzt gerade fertig ist, dann wird er hoffentlich Praktika gemacht haben und da sowohl ein Netzwerk aufgebaut haben, als auch ungefähr wissen, wo das Interesse liegt. Und kann sich dann aufgrund dieser beiden Parameter jetzt auch orientieren. Und dann muss man sich sicherlich etwas umorientieren, weil jetzt die Jobs nicht mehr vom Himmel fallen oder die Unternehmen händeringend suchen, sondern man sich als Arbeitnehmer mehr bemühen muss. Aber auch da ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu verzagen und sehr resilient zu bleiben, zu sein und vor allen Dingen auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Und diese Zeit, die jetzt einfach mal da ist, diese Krise zu überbrücken und es trotzdem positiv daraus etwas zu ziehen, was man fürs weitere Leben positiv mitnimmt. Aber dieser Punkt, den wir jetzt gerade zufällig dann hatten, also auch das Thema, ich studiere ein Fach, was vielleicht jetzt nicht gerade Informatik ist, aber ich habe eine Affinität zum Beispiel zur Informatik, vielleicht da trotzdem nochmal zu schauen, weil wonach gucke ich denn? Meine letzte Stellenanzeige war auch eine digitale Affinität. Da hilft es mir nicht, wenn ich da den super Fachmenschen habe, Fachfrau, Fachmann, die in dem isolierten Fach, nehmen wir jetzt mal Gesundheitswissenschaften, total gut unterwegs ist, aber bei Digitalisierung sagt, lass mich in Ruhe. Wir werden immer digitaler. Ja. Und
Hier, wenn man jetzt zum Beispiel die Wirtschaftsinformatiker nehmen, die eine Affinität zum Thema Wirtschaft haben, aber eben auch zur Digitalität. Denn es hilft mir auch nichts, wenn ich nur den Informatiker habe. Die brauchen wir auch. Aber auch hier, wir haben zunehmend in den Fachabteilungen Leute, die in der Datenanalyse super sind, die wir programmieren oder lassen es zumindest beauftragen, Apps. Wir brauchen Menschen, die das übersetzen können für die, die nicht diese Affinität haben. Also da nicht verzagen und sagen, nur dieser eine Weg, sondern schauen, welche Fähigkeiten habe ich dazu noch, dass ich einerseits von mir aus Urbanistik studiere, aber merke, dass das Thema Digitalität für mich eins ist. Und wenn es das nicht ist, dann ist es vielleicht irgendwie eine besondere Fremdsprache oder irgendwas. Und diese Kombination, weil die Leute sind ja nicht nur auf dieser einen Fachschiene unterwegs, sondern es sind immer in jedem Thema brauche ich Leute, die gut im Controlling sind, Leute eher, die kreativ sind, die plötzlich eher auch einen Marketingblick haben, aber trotzdem das Fachthema gut können. Also gerade das, und das wäre vielleicht nochmal eine Phase, wenn ich kein Praktikum machen kann. Vielleicht kann ich mich dann in diesem Nebengebiet auch einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch merken, dass mein Traumjob, dem ich immer hinterhergehechtet bin, vielleicht doch nicht so rosig ist. Das ist auch mal eine gute Erkenntnis. Aber zu merken, Mensch, da gibt es noch Themen, die rechts und links auch noch spannend sind. Was das Digitale angeht, wenn ich jetzt Romanistik studiert habe, um dieses schon reingebrachte Beispiel zu nehmen. Ich habe Urbanistik verstanden, nicht Romanistik. Ja, das, ich glaube, ich kann auch Niederlandistik nehmen. Wir sind hier so Richtung holländische Grenze. Also wenn ich Kulturmanagement oder Ähnliches studiert habe, mache ich das ja nicht unbedingt, weil ich jetzt so besonders gut in Mathe war und irgendwas mit Computern machen wollte. Aber gerade die Kommunikationsmenschen und so, fasse ich die mal zusammen, die Kulturmanagement, Geisteswissenschaften und Ähnliches studiert haben, eignen sich für digitale Kommunikation. Und ich kenne auch Informatiker, die können noch nicht mal Zoom bedienen oder mit WhatsApp-Calls umgehen. Das heißt, gerade diese interaktive Kommunikation wird ja immer wichtiger. Künstliche Intelligenz kann sich möglicherweise selber programmieren. Trotzdem braucht man Big-Data-Spezialisten. Aber wir können ja jetzt nicht alle Big-Data-Spezialisten werden. Viele werden in der Kommunikation unterwegs sein. Also auch da wieder positive Botschaft. Eigentlich ist für jede Fachrichtung was dabei. Ich glaube, dieser Umgang mit dem Digitalen und mit diesen Veränderungen, Sie haben von Resilienz gesprochen vorhin, aber auch diese Agilität und Flexibilität, die jetzt überall eingefordert wird, das ist eine wichtige Geschichte. Und gerade jetzt bei der Jobsuche, um auf das Thema zurückzukommen, im Moment das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ne? Und ich will nochmal an diesem einen Beispiel jetzt zeigen, was man machen kann, wenn man jetzt den Job braucht. Wenn ich verdammt nochmal jetzt den Job brauche, mal angenommen, ich hätte Touristik studiert, dann könnte man hier sagen, das ist wirklich ein Griff daneben. Wenn ich mir aber angucke, wie die Diskussion im Moment in den Medien ist, gerade jetzt, dann weiß man, dass Bali out ist, aber Balingen in Baden-Württemberg ganz schnell in wird. Möglicherweise, wenn ich Tourismus-Marketing studiert habe, weil die auch ihre Kunden erstmal kriegen müssen, ne? Alle sind zögerlich, schaffe ich es, zumindest ein unbezahltes Praktikum zu kriegen, weil der Arbeitgeber im Moment noch gar nicht weiß, ob er sich das leisten kann und so zumindest die Zeit sinnvoll zu nutzen. Das heißt, ich muss jetzt nicht völlig abseits gehen. Ne? Also ich habe das studiert, weil ich das wollte. Ich wollte Kulturmanagement machen. Ich wusste vorher, dass das jetzt nicht der riesen gigantische Arbeitsmarkt ist. Kultur ist jetzt auch im Moment gerade nicht so ganz dolle. Aber Kultur online ist im Moment ein Riesending. Zumindest um Praxis zu gewinnen. Das heißt, ich gucke mir Theater an, die online irgendwelche Sachen machen. Ich gucke mir Künstler an, die online agieren. Ich weiß, dass das im Moment eine brotlose Kunst ist. Aber ich bin aktiv. Ich gewinne Praxis. Ich gewinne Einsichten. Und wenn ich dann immer noch glaube, ich müsste was völlig anderes machen, kann ich im nächsten Jahr dann Big Data studieren. Aber vielleicht habe ich möglicherweise doch die Chance, mal zu gucken, also Querdenken ist da angesagt, ne? Wie dieser T-Shirt-Produzent, von dem wir alle gehört haben, der dann Mundschütze gemacht hat und jetzt aber schon längst wieder T-Shirts produziert. So, und das heißt, ich nutze jetzt die Krise, um mal zu gucken, was kann ich mit meinen Fähigkeiten, in meinem Feld, wo passiert da gerade was? Und es gibt so viele Livestreams, um gut beraten, genau zu wissen, was da gerade abgeht. Noch eine Frage, die auch in die Richtung zielt, wo finde ich jetzt einen Job? Eine Frage gerade, ist es in mittelständischen Unternehmen oder Großkonzernen gerade wahrscheinlicher, einen Job zu finden? Ist es eine Frage, auf die Sie eine Antwort finden oder spielt es eigentlich gar keine Rolle so grundsätzlich? Ich glaube, es kommt total auf die Branche an. Es gibt wahrscheinlich Großkonzerne, die
die stellen jetzt wie wild ein. Mir fällt jetzt ad hoc keine ein. Aber ich weiß, dass die Automobilindustrie und die Airline-Industrie eben im Moment stagnieren. Ja, würde ich weniger an der Größe des Unternehmens. Genau, und die kleinen und mittelständischen entdecken Branchen und haben Geschäftsideen, die jetzt abgehen, die nie auf den Markt gekommen wären, wenn es nicht Corona gegeben hätte. Also auch dort würde ich jetzt auch unterstreichen. Und auch im Gesundheitswesen können wir eine Menge Leute gebrauchen, aber da ist das Thema auch mal wieder Stellen. Also das hilft es dann auch im Moment nicht. Ja. Es gibt noch ein paar Fragen zum Thema Bewerbung und dem Bewerbungsprozess, die ich gerne nochmal an Sie richten möchte, weil die ganz oft vorkommen. Wenn ich mich jetzt gerade bewerbe, kann ich dann mit normalen Antwortzeiten rechnen, also jetzt gerade akut, oder dauert es vielleicht länger? Also anders ausgedrückt, wann ist der Punkt, an dem man nochmal nachhaken sollte, ob die Bewerbung auch angekommen ist und wie es jetzt weitergeht? Tja. Also bei uns arbeiten, bei der Lufthansa arbeiten aktuell 83.000 Leute in Kurzarbeit. Das heißt, die Positionen sind nicht jeden Tag, also die Menschen sind nicht jeden Tag im Büro, also Büro sowieso nicht, sondern meistens im Homeoffice. Das heißt, bei allen administrativen Prozessen kann es zu Verzögerungen kommen. Eine Eingangsbestätigung wird in der Regel automatisiert versandt, aber also bei uns kann es definitiv überall zu Verzögerungen kommen. Ich würde sagen, bei uns arbeiten viele im Homeoffice, aber ich würde sagen, da würde ich sagen, die Kollegen würden im normalen Abstand arbeiten. Bei uns ist jetzt auch wieder mit der Lockerung auch das möglich, wieder persönliche Bewerbungsgespräche zu führen. Aber auch da ist es wieder branchenabhängig. Ja. Aber Nachfragen, glaube ich, das kommt in den auch egal, wie die Zeiten sind, auch leider in Unternehmen vor, dass sie leider nicht in einer gewissen Abstand sich melden, aber mal freundlich nachzufragen, nach, weiß ich nicht, 3 Wochen, finde ich dann legitim. Ich würde mich selber fragen, wie ich das jetzt von der Personalseite in diesem Unternehmen empfinden würde. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, das Unternehmen sucht dringend und die meinen das auch ernst und ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert, dann würde ich schon nach 2 Wochen mal nachfragen. Bei der Lufthansa würde ich es, glaube ich, im Moment lassen. Also nichts gegen die Lufthansa, aber eher aus Mitgefühl und zu sehen, da ist ja einfach eine ganz andere Baustelle im Moment. Ne? Ja. Und bei der Automobilindustrie und bei vielen anderen im Hotellerie und Gastro und so weiter und so fort. Also da, wo Not gerade ist und die Mitarbeiter selber ächzen, bewirbt man sich vielleicht im Moment auch zurückhaltender. Übrigens interessant daran ist, die Top bewerteten Arbeitgeber, die Top 10, sind fast alles Unternehmen, die im Moment gerade besonders in Not sind. Also wo vor einem Jahr alle Berufseinsteiger gesagt haben, ich will zu Audi, BMW, Daimler, Lufthansa, bla 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 bla. Das sind die Unternehmen, die gerade im Moment am meisten ächzen. Vielleicht ausgenommen von Google und Amazon, aber Amazon so. Ne? Also insofern spannend, was sich da im Moment entwickelt. Und mein Plädoyer ist immer, auf die unbekannten Unternehmen zu gucken. Und das kriegt man eben durch diese Recherche im verdeckten Stellenmarkt viel, viel einfacher hin. Weil die suchen oft händeringend, selbst in diesen Zeiten, werden aber gerade von Berufseinsteigern immer so sehr übersehen, weil die ja auch. Aber dennoch, wenn ich mich auf eine Stelle, Ausschreibung beworben habe und nichts höre, man kann ja auch einfach freundlich anrufen und fragen, Mensch, ich weiß, bei Ihnen, ich glaube, Sie haben gerade andere Probleme, vielleicht selbst wenn das Unternehmen die nicht hat, aber einfach auch diese, dass man mitgedacht hat und nicht sagen, ja, ich habe mich beworben, habe immer noch nichts von Ihnen gehört. Ich dann denke, ja, vielleicht haben wir auch gerade andere Probleme. Aber wenn ich schon mal so einsteige zu sagen, Mensch, ich weiß, gibt wahrscheinlich jetzt auch noch gerade in der aktuellen Zeit auch eine Personalabteilung, hat ja noch mehr Themen als nur jetzt Recruiting. Ja, die müssen auch das Thema Notfallstab und interne Personalkurzarbeit oder nicht und Flexibilität und so weiter klären. Einfach zu signalisieren, man hat verstanden, dass die Situation gerade anders ist, das einfach kommunizieren und dann kann die andere Seite sagen, ehrlich gesagt, rufen Sie mich in einer Woche wieder an, tut mir leid, aber oder ja, nee, wir kümmern uns. Das ist ja dann, also der Einstieg ist dann einfach ein bisschen smarter. Noch eine sehr spezifische Frage, die viele interessiert.
steigern sich die Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, wenn man vorab das Telefon in die Hand nimmt und bei der Kontaktperson anruft und vielleicht schon mal punktet. Also bei mir ja. Also intern würde ich sowas auch immer raten. Wenn wir extern ausschreiben, dann geben wir an sich keine Telefonnummer an von Hiring Managern. Das heißt, da wird man wahrscheinlich gar nicht dazu kommen. Da wird man eher ans Recruiting verwiesen. Ja, aber wenn man zum Beispiel bereits schon mal Praktikant war und dann den Hiring Manager kennt und anruft, dann auf jeden Fall. Ich würde ganz einfach sagen, wenn ich einen Grund habe, ja, sonst nein. Also, ne, wenn ich... Ja, klar, das Gespräch muss dann auch vernünftig laufen. Genau. Aber dann sage ich am Ende auch, schreiben Sie rein, dass Sie sich auf das Telefonat beziehen, weil ich kann es mir dann meistens nicht merken. Aber ich habe jetzt bei der letzten Stellenbesetzung eben auch viele gute Gespräche gehabt und da kann man dann auch drauf aufbauen und auch erstmal abklopfen, ob es überhaupt passt. Und da bin ich auch offen und ehrlich, dass ich dann sage, ich glaube, das ist noch nicht so das Richtige. Aber wenn man dann ein gutes Gespräch hat, dann sollte man darauf hinweisen. Und bei uns werden halt eben Nummern mit ausgegeben, weil für Rückfragen die dann auch zur Verfügung stehen. Ich würde gerne noch ein Thema in die Runde bringen, das für den Berufseinstieg oft ganz wichtig sein kann und ganz hilfreich sein kann, nämlich das Thema Mentoring. Also eine Mentorenbeziehung zu jemandem aufzubauen, der vielleicht schon entweder gleich auf derselben auf Augenhöhe ist oder schon ein paar Schritte weiter ist. Das hat was mit Netzwerken zu tun, das hat aber auch was mit einem sich finden in einem Berufseinstieg überhaupt zu tun. Haben Sie selbst Erfahrung gemacht? Sind Sie selbst Mentorin oder hatten Sie selber einen Mentor? Also ich bin selbst Mentorin und einen direkten Mentor hatte ich nicht, aber ich habe so während meiner auch dann noch immer noch Berufszeit eben versucht, mir mein Netzwerk aufzubauen, viele Gespräche zu führen. Ich bin aber selbst auch Mentorin von Studierenden und man trifft sich dann in verabredeten Zeiten und bespricht die Themen, die Studierenden dann beschäftigen oder man fragt dann auch ein bisschen kontrovers und provozierend und kommt dann so ganz gut ins Gespräch und versucht da auch nochmal eine andere Seite zu entdecken, die man dann auch widerspiegelt. Also ich glaube, das ist auch für beide Seiten sehr spannend und interessant. Also ich hatte selber schon zwei Mentoren, da war ich aber schon etwas fortgeschritten in meiner Karriere. Was wir jungen oder Neueinsteigern anbieten, sind sogenannte Buddies. Das sind Kollegen auf der Peer-Ebene, die nicht aus der gleichen Abteilung kommen. Wir haben einen Buddy-Pool von um die 160 engagierten Kolleginnen und Kollegen und die sind sowas wie Kulturbotschafter. Die sollen das Netzwerk teilen, die sollen den neuen Kollegen mal mit zum Mittagessen nehmen, die sollen schon, bevor er anfängt, mit dem mal telefoniert haben, vielleicht auch für vermeintlich Anfängerfragen, dumme Fragen, man denkt ja selber oftmals, dass die Frage ist vielleicht blöd, die stelle ich jetzt keinem Kollegen oder geschweige denn meinem Chef. Dafür ist der Buddy da. Ein Mentor halte ich eher für sinnvoll, wenn man in Richtung des nächsten Karriereschritts geht. Also wenn man gerade angefangen hat, dann muss man sich doch erstmal im Unternehmen zurechtfinden. Dann muss man auch mal liefern, für was man eingestellt wurde. Und da halte ich den Buddy für angemessener. Und später durchaus den Mentor. Mir hat mein letzter Mentor für meine jetzige Position geholfen, wobei ich diesen gar nicht an ihn herangetreten bin, um den nächsten Job zu machen, sondern ich wollte mich einfach mit einem Top-Manager austauschen. Und daraus entwickelte sich dann durch Zufall etwas. Ich glaube, darauf zu bauen, immer dieses zu denken, das ist eher gefährlich. Mir gefällt der Begriff Buddy total cool. Also es gibt ja Mentoring-Programme entweder in großen Konzernen, was total klasse ist, aber da kommt nicht jeder ran. Und ich hatte zwei Buddies. Ein Uni-Dozent hat mich schon während des Studiums einfach, mit dem habe ich dann gesprochen. Ich hab da mal eine Frage bezüglich meiner beruflichen Perspektiven
Und dann habe ich mit dem geredet. Und das hat sich sofort entwickelt. Und ich habe noch lange Zeit, ich glaube 10 Jahre lang, immer wieder das Gespräch zu dem gesucht. Mit Abstand, mit viel Abstand und auch gar nicht so häufig. Aber das war einfach jemand, der 20 Jahre älter war und immer so eine Außensicht hatte, ne? So, und nüchtern war. Und das Coolste, was ich erlebt habe, viele haben ja so ein negatives Bild der Arbeitsagentur. Mein erster Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit war übrigens selber vorher studierter Sportler und ist dann da bei der Agentur für Arbeit eingestiegen. Wir waren schon lange auseinander, also ich war da kurz, ich war 6, 7 Monate arbeitslos nach dem Studium, aber der hat mich damals so inspiriert und so beeindruckt, zu dem habe ich Kontakt gehalten und teilweise so informell, ne? Und mittlerweile macht er auch was ganz anderes und wir haben immer noch Kontakt, so alle Jubeljahre mal, aber das tut total gut, weil der so meine Stationen erlebt hat. Aber was ich damit sagen will ist, es gibt Mentoring im Unternehmen, wenn man fortgeschrittener ist, vielleicht gar nicht so beim Einstieg, aber was mache ich, wenn ich Berufseinsteiger bin und noch keinen Job habe? Dann kann ich mir jemanden suchen, der schon etabliert ist im Job und den ich vielleicht aus dem Studium kenne oder aus dem Freundeskreis. Es kann auch wirklich jemand sein, der gar nicht branchenaffin ist. Nur viele Mentoring-Programme funktionieren ja gerade auch so, dass man eben gar nicht unbedingt aus der Branche kommt, sondern so diese Positionierungsfragen klärt. Und dann suche ich mir vielleicht sogar meinen Cousin oder meine Cousine, die sich schon längst beruflich etabliert haben, und nimm mir die. Willst du mein Buddy sein? So, ne? Und so kann das funktionieren. Sie haben gerade angesprochen, Mentoring-Programme innerhalb eines Unternehmens, um Leute miteinander zu verbinden. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt zum Thema Netzwerken. Also angenommen, ich habe jetzt tatsächlich eine Stelle und trete die an. Wie kann ich mir dann innerhalb eines Unternehmens ein Netzwerk aufbauen? Und ab wann macht das vielleicht auch Sinn? Ab sofort? Ja. Also ich meine, man ist ja hoffentlich dann nicht irgendwie als Sachbearbeiter und arbeitet an seinen Stapel ab, sondern man geht ja in Projekte. Und damit lernt man dann sofort Kollegen aus anderen Abteilungen kennen. Und nach dem dritten Mal, man hat auch innerhalb der Teams Menschen, die einem besonders sympathisch sind und auch aus anderen Abteilungen, mit denen gleich fragen, Mittagessen gehen oder ob man sich mal treffen kann. Und eben, was wir auch schon angesprochen haben, erzähl mir doch mal, was du eigentlich in deinem Bereich machst. Und dann ergibt sich das und dann lernt man den Nächsten kennen. Und wichtig ist eben dieses Thema Kontakt halten. Man muss da nicht aufdringlich einmal die Woche anrufen und fragen, wie es einem geht. Aber man trifft sich auf dem Flur, bleibt kurz für den Schnack stehen, greift trotzdem zum Handy oder man findet was Interessantes, schickt es ihm zu oder hat nochmal eine Frage. Also das, wenn man da offen ist, ergibt sich das eigentlich schnell, aber man muss es halt auch pflegen. Ja, Netzwerk ist das A und O. Wichtig ist natürlich, in die Prozesse, in die Themen reinzukommen, aber gerade in einem großen Unternehmen wie einem Konzern arbeiten wir sehr arbeitsteilig. Da gibt es für alles Experten. Und bevor man sich selber irgendetwas anliest, durchwurschtelt, ist es besser, jemanden zu kennen, der sich damit auskennt. Deswegen ist das Netzwerk ebenso wichtig. Wir haben eine Seite, die heißt eine Intranet-Seite neu bei Lufthansa. Da haben wir mehrere Rubriken aufgeführt, unter anderem auch unsere verschiedenen Netzwerkmöglichkeiten für Referenten nach dem Studium, Väternetzwerk, Sportnetzwerk, LGBT-Netzwerk. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, wo man sich engagieren kann. Und das würde ich auch jedem raten, denn auch über private Kontakte, selbst wenn man im Väternetzwerk ist und man spielt zusammen Badminton in der Spartensportgruppe, geht zusammen fliegen oder spielt Tennis, da lernt man ja auch wieder Kollegen kennen. Und da entwickeln sich diese Kontakte. Gerade dieses Inoffizielle ist oftmals sehr valide und bringt einen weiter. Ich habe vor einem Jahr einen jungen Referenten eingestellt in der Personalabteilung und der ist unglaublich umtriebig und hat ein wahnsinniges Netzwerk jetzt schon nach einem Jahr. Und er interessiert sich wirklich für den Mensch, ist ja auch Personaler, und das macht ihn so sympathisch. Und ich glaube, Sie hatten das gesagt Herr Hahn hat es gesagt, die Menschen reden gern über sich selber, über ihre Position. Und da mit ehrlichem Interesse nachzuhaken, ist toll. Wir haben auch so eine Lunchlotterie, wo man zum Lunchen zugelost wird. Wir haben auch so eine Kultur des Mittagessengehens, wo man teilweise über Wochen ausgebucht ist. Und ja, das ist eben diese Kultur, die erfährt man über Menschen. Die Menschen machen ja die Kultur.
Und je früher man sich da einklingt, umso besser fasst man Fuß. Ja, oder jetzt habe ich vielleicht im März meinen Job angefangen und seit März sind wir alle im Homeoffice. Oder ich komme in einem halben Jahr in ein Unternehmen rein, was gemerkt hat, ach, Homeoffice, das funktioniert total gut für uns. Wir haben gar nicht mehr so viel Präsenzzeit im Büro. Niemand muss eigentlich mehr 100% im Büro arbeiten. Haben Sie Ideen, wie man mit dieser aktuellen Situation umgeht und auf Leute zugehen kann und tatsächlich auch eine private Beziehung aufbauen kann zu Leuten, die man eigentlich nur aus so einem kleinen Zoom-Fenster kennt, wie wir jetzt zusammen sind? Das ist schwer. Also ich mache morgen das erste virtuelle Welcome Breakfast. Normalerweise treffen wir uns mit 9 Mitarbeitern in einem Raum. Es gibt ein kleines Frühstück und man lernt sich eben kennen, beschnuppert sich. Es kommt dann auch immer eine Führungskraft und ein Buddy und erzählt etwas. Das findet jetzt alles eben so, wie wir es machen, statt. Und ich werde den neuen Kollegen sagen, vernetzt euch untereinander. Ihr habt jetzt alle eure sozusagen Klarnamen. Trefft euch mal, ihr seid alles Newbies, wie wir sie nennen. Ihr trefft euch mal zum virtuellen Kaffee. Da kann man ja auch eben mittlerweile Calls einstellen. Das mache ich im Übrigen auch. Ich verabrede mich wirklich zum virtuellen Kaffee trinken mit FaceTime. Also ich mache das ganz bewusst per FaceTime und nicht telefonisch. Aber es ist tatsächlich ungemein schwerer. Also das wäre jetzt, wir haben 15 Kollegen, die jetzt bei der DLH AG in unserem Gebäude seit Mitte März begonnen haben, so die letzten vor dem Einstellungsstopp. Und für die ist es einfach mega schwer. Ja, und da muss man, glaube ich, kreativ sein und jede Chance an Kontakt nutzen. Auch immer wieder sagen, ja, ich bin neu, mich interessiert das, können wir uns mal verabreden. Ja, man hat es einfach leichter, wenn man sich physisch über den Weg läuft. Das ist unkomplizierter. Und ja, es ist zwar toll, wenn man jetzt in der Zeit einen Job gefunden hat, aber Fuß zu fassen ist halt ungemein schwierig. Und deswegen ist auch ein Buddy so wichtig. Das Timing ist im Moment nicht so optimal für einen Berufseinstieg. Ja. Also, ging mir übrigens seinerzeit genauso. Also gibt ja immer das unperfekte Timing, aber im Moment ist es halt wirklich doof. Aber der Trost ist, ich denke, selbst wenn jetzt diese Kontaktbeschränkungen noch bleiben werden, man wird präsenziger wieder werden müssen. In vielen Organisationen, also nicht nur kleinen Unternehmen, bei uns ist es so, wir haben tatsächlich Einzelbüros und viele sind ab und zu mal hier, ne, so, also dieses ab und zu mal hier sein, ich glaube, das wird das neue Präsenzoffice. Also nicht komplett im Homeoffice zu sein, sondern zumindest mal anzudocken am Unternehmen und gerade in Onboarding-Zeiten, also wenn ich neu reinkomme, die Chance muss ich nutzen. Ne? Wenn ich darf, muss ich in den Betrieb rennen und mich da präsentieren und also einfach da sein. Ne? Und das andere ist, auch da wieder mich anzudocken bei Gleichgesinnten. Ne? Wenn ich nicht der einzige Einsteiger bin, dann docke ich mich mit den anderen Einsteigern ein. Und dann auch wirklich mal den Mut zu haben, mich zu melden. Das kann sein, dass gerade in Kurzarbeitszeiten im Betrieb so viel Arbeit ist, weil Kurzarbeit heißt ja, die haben weniger Zeit, aber gar nicht so viel weniger Arbeit. Und dass die mich einfach vergessen haben. Das kann wirklich sein, gerade in kleinen Unternehmen, aber auch in großen, denke ich, dass das einfach zu wenig Zeit ist für die Neuen. Und wenn ich als Neue merke, irgendwie läuft das an mir alles vorbei und ich verliere hier irgendwie den Faden, hier schreiben. Und zwar liebevoll anstupsen und sagen, pass mal auf, ich brauche mehr Input, ich brauche auch mehr Führung, ich brauche mehr Coaching, ich wünsche mir jemand, der mich ein Stück weit Mentoring mit mir macht oder sowas. Möglicherweise sind die anderen überrascht und freuen sich, dass mal jemand sich meldet. Und der Vorgesetzte wird natürlich umso wichtiger, in der Hoffnung, dass man regelmäßige Jobfixe hat, dass man auch ihn oder sie mal mit Fragen konfrontiert, die man sonst vielleicht auf dem Gang beantwortet bekommt. Eingestellt, wie kann ich jetzt meinen Mehrwert bringen in den ersten 100 Tagen? Was erwartest du konkret? Wirklich diese außerhalb des Fachlichen,
Aber für einen selber wichtige Fragen zu stellen, dass man eine Orientierung bekommt. Denn das ist ja das, was man ganz nötig braucht. Wenn man eben nicht links und rechts gucken kann und schauen kann, wie es die Kollegen macht, dann muss man wirklich intensiv mit dem Vorgesetzten zusammenarbeiten und da auch vielleicht artikulieren, dass man das als Orientierung benötigt, um hier Fuß zu fassen. Denn eine Rekrutierung, das darf man ja nicht vergessen, ist teuer. Noch vor 2 Monaten wirklich war die Welt eine ganz andere. Da haben wir um jeden Arbeitnehmer gerungen. Und wir sind auch jetzt froh, neue Kollegen an Bord holen zu können. Und die sind uns natürlich genauso wertvoll. Und ja, im Eifer des Gefechts können wir sie vergessen. Aber umso wichtiger ist, dass man dann selber artikuliert und sagt, was man braucht. Und Orientierung, finde ich, ist immer ein ganz valider Grund, warum man so viele Fragen stellt, die auch legitim sind als Neuer. Stichwort Timing. Würden Sie sagen, das ist eine Frage, die hier gerade aufgetaucht ist, Bachelor 2020, macht es Sinn, in diesem Jahr noch einen Job zu suchen? Oder würden Sie sagen, ach, machen Sie doch lieber noch mal einen Master. In 2 Jahren ist es vielleicht ein bisschen anders und einfacher. Wir wissen ja gar nicht, ob es anders ist. Also jetzt kann man im Moment eben nicht nach Bali fliegen oder ein Jahr Neuseeland hinten dran schieben. Auch da kommt es drauf an, ne? Wer die Kohle hat, noch einen Master zu machen und die Muße hat und auch Interesse hat, willkommen, ne? Dann würde ich sagen, go for it. Wenn ich merke, Studium reicht und das war sowieso schon genug jetzt und ich brauche einen Job, dann ist das schon ein schlechtes Timing, aber trotzdem die richtige Zeit, einen Job zu suchen. Und noch ein Credo, ne? Ich habe vorhin schon mal von der Agentur für Arbeit gesprochen und ich bin nicht von denen gesponsert. Das lohnt sich auch, da anzudocken. Ne? Also da sind schon pfiffige Leute, gerade in den Unistädten gibt es Akademikerteams, die sind schon auch hilfsbereit. Es gibt die Agentur für Arbeit kann Coachings finanzieren, die kann Weiterbildung finanzieren und auch für diese Überbrückung möglicherweise ein bisschen Support leisten. Aber es nützt ja nichts. Wenn ich jetzt Job suchen muss bei Bachelor 2020, kann ich ja nicht warten bis 2023. Und ich finde Master als Notprogramm im Sinne von, ich habe nichts Besseres, die zweitbeste Lösung. So, also der Arbeitsmarkt ist nicht tot, der ist nur verdammt zäh. Und dann dauert es halt nicht 4 Monate, dann dauert es halt 6 Monate oder 8 Monate. Wenn ich mir das leisten kann und das geht, dann würde ich immer dafür sprechen, das zu tun, was ich vorher geplant hatte. Noch eine Frage aus dem Chat. Wie wichtig finden Sie das Arbeiten neben dem Studium als Werkstudent? Das Thema hatten wir ganz am Anfang schon mal. Und würde es sich auch lohnen, eventuell in einem leicht abweichenden Berufsfeld sich einen Werkstudentenjob zu suchen und jetzt nicht in direkt passgenau dem Feld, in dem man vielleicht später gerne hin will? Also man mit allem, was man tut, sammelt man ja Erfahrung. Ich habe selber Jura studiert, das Studium hat mir nicht viel Spaß gemacht und ich habe nebenher immer gekellnert. Es hat mir großen Spaß gemacht, aber es hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Im Nachhinein bereue ich fast, dass ich nicht mal irgendwann an der Uni vielleicht einen Hiwi-Job angenommen hatte, um da ein bisschen mehr vom Studienalltag, vom Fach auch mitzubekommen. Das waren für mich irgendwie 2 getrennte Leben. Also manche sind ja wirklich angewiesen aufs Arbeiten, auf den Nebenverdienst, das war ich auch. Das heißt, auch beim Kellnern habe ich viel gelernt, was ich vielleicht auch jetzt in meinem Job, eben das um den Umgang mit Menschen lernen musste. Wenn man aber die Wahl hat, würde ich fast dazu tendieren, und das Studium macht einem Spaß, relativ nah an die Studienrichtung zu gehen, wo ich mal arbeiten will. Denn da kommt wieder das Stichwort Netzwerk. Da baut man ja dann schon ein entsprechendes Netzwerk auf. Oder vielleicht in dem Bereich, wo ich später mal arbeiten möchte, um auch schon die Erfahrung zu bekommen. Mhm. Denn das ist ja auch immer noch das Spannende. Letztendlich ist das eine ja das Fachliche, was ich lerne. Aber was ich nachher, zumindest wenn ich in einem größeren Unternehmen arbeiten möchte, ja auch lerne, sind diese ungeschriebenen Gesetze. Wie verhalte ich mich? Wie bringe ich mich ein? Wie stelle ich mich dar? Und das kann man dann auch schon während des Studiums lernen. Mhm. Aber auch dennoch finde ich auch einen Kellnerjob eine hohe
zeige, dass ich belastbar bin, dass ich kundenorientiert bin. Also wenn ich es dann auch hoffentlich bin, das zeigt ja immer dann, wie lange man was macht. Also da würde ich auch sagen, wenn ich das Geld unbedingt brauche, auf jeden Fall arbeiten und für sich höchstens mal reflektieren, was nehme ich aus diesem Job mit. Und dann natürlich zu schauen, an der Hochschule ist es auch zum Beispiel, um mich auch auszuprobieren, ist eine wissenschaftliche Arbeit vielleicht für mich spannend. Dann ist ja natürlich auch nochmal ein Hiwi-Job interessant oder halt eben sehr berufsnah, mich im kleinen Büro vielleicht auszuprobieren, weil ich eigentlich weiß, ich bin eigentlich lieber für einen Großkonzern geeignet. Ich kriege da aber viel mehr mit und lerne das Praktische sofort. Also ja, ich würde Frau Lutz da einfach zustimmen. Sind das auch dann Qualitäten, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie Kundenorientiertheit gelernt in meinem Kellnerjob, die Sie dann in Ihr Anschreiben packen würden? Ist das etwas, was ist dann das der Ort, wo man sowas nochmal sichtbar machen kann? Wenn es zu dem neuen Job passt. Also wenn man sich als Jurist bewirbt und einen Satz auf den Kellnerjob verwendet, wäre das zu viel. Also es würde nicht passen. Also dann eher das Zeichen für Belastbarkeit, also dann viel weniger. Also eben deswegen gucken, man nimmt ja nicht nur eine Sache aus einem Nebenjob oder einem Job mit, sondern mehrere. Und das kann man dann erwähnen, aber wie gesagt, es sollte passen. Ich würde gerade sagen, Juristen sind ja Fachleute, so wie Ingenieure auch. Aber es gibt ja gerade viele Jobs für Berufseinsteiger, für akademische Berufseinsteiger, die, wenn man mal ganz ehrlich ist, wird man bezahlt für kluges Reden, für Fragen stellen, für Telefonieren, für einen vernünftigen Text zusammenzimmern. Und das haben viele im Studium gelernt und lernen viele in irgendwelchen Jobs. Aber es ist letztlich dann die Frage, welche Fähigkeiten kann ich aus meinem Studijob mitbringen. Ich habe bei Krupp in Schichtarbeit in der Produktion gearbeitet und habe da die meiste Kohle meines Studiums verdient, habe ganz viele Studijobs gehabt, die fachlich durchaus näher waren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so in meinen Gesprächen hier mit Kunden, erzähle ich ganz oft von meinem Hilfsjob bei ThyssenKrupp in der Produktion, weil das macht mich glaubwürdig. So, also, ne, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal anwende, aber einfach so dieses Helmut Kohl, unser Altbundeskanzler, hat immer von seiner Produktion bei BASF erzählt. Das waren 6 Wochen seines Berufslebens. Und davon hat er noch eine ganze Zeit lang als Bundeskanzler immer wieder gesprochen, um sich glaubwürdig zu machen, um praktisch zu sein. Und insofern weißt du nie, was dein Job dir gerade bringt. Und ein Studijob hat so was Charmantes, so ein echter Studijob, wenn ich den nicht so fachgeprägt mache. Ich habe nicht viel zu verlieren. Ich hatte meine studentische Aushilfe bei mir in der Hochschule, der sagte immer, wenn ich zu euch komme, dann kann ich endlich mal die Birne ausschalten. Und das ist so legitim. Und wenn ich jetzt auf Jobsuche wäre und ich würde noch nicht den Job finden, wo ich mich beruflich etablieren kann, dann würde ich mir so genauso einen Job suchen, wo ich vielleicht sogar die Birne ausschalten kann. Gibt es noch Tipps, die Sie Bewerberinnen und Bewerber mitgeben können, wenn sie sich auf ein Vorstellungsgespräch per Videokonferenz vorbereiten müssen? Eine Frage, die gerade aufgekommen ist. Üben, üben, üben. Also klar, also nicht einfach reinstolpern, sondern idealerweise schon mal mit dem System, was da gefordert ist, also Zoom oder Microsoft Teams oder bei Handwerkern werden tatsächlich Vorstellungsgespräche per WhatsApp-Call gemacht. So, weil die kennen gar nichts anderes, ne? Und da ist das ein bisschen rustikaler, was Datenschutz angeht. Also einfach geübt zu haben. Ne? Und wenn ich mich mit Freunden bei Zoom treffe zum abendlichen Spielen oder sonst irgendwas, die Kamera schon mal angeguckt zu haben, das ist so komisch, die Kamera anzuschauen, das ist der beste Tipp von mir. Und meistens kommt es ja, also in fast jedem Vorstellungsgespräch hat man ja erstmal die Gelegenheit, seinen Lebenslauf zu erzählen in kurzen Worten. Und das kann man ja mit den neuen Medien sehr gut machen, dass man sich auf dem Handy einfach mal aufnimmt und sich selber dann abspielt. Denn selber ist man ja der Kritischste überhaupt und kann dann daran einfach ein bisschen feilen. Also, und bei der Vorstellung des Lebenslaufes will man ja zum einen so ein bisschen Ruhe reinbringen, dass man über etwas Bekanntes erzählt, aber man will auch schauen, wie sich jemand gibt. Ist er langatmig, ist er langweilig, stottert er? Und gerade weil man sich selber dann aufnimmt.
Das ist etwas mehr Nur als. dann bitte nicht auswendig, ne, nicht auswendig Genau. studiert, sondern versuchen dabei immer noch authentisch, als wenn man es zum ersten Mal erzählt. Ich würde Ihnen gerne, wir bewegen uns so langsam auch auf den Schluss hin, die Frage stellen, die gerade noch ganz oben in der Liste der Fragen ist und am meisten Leute interessiert. Und das greift nochmal zurück auf ein Thema, was wir vorhin schon hatten. Wie aktiv sollte man auf LinkedIn und in anderen Plattformen sein? Und nochmal mit einer speziellen Nachfrage, reicht das bloße Vernetzen oder sind eigene Postings, Gruppenaktivitäten, Kurs- und Eventteilnahmen vielleicht sogar noch wichtiger? Fällt Ihnen das auf, wenn Sie auf Profile von Bewerberinnen und Bewerbern gehen? Frau Lutz hatte ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, aber Frau Förmans, ist es etwas, was in Ihrem Nee, da bin ich Rolle gerade die spielt? Falsche. Ja, weil ich auch nicht so viel, ich suche ja nicht. Also, und da ist leider, ich bin nur auf Xing, da ist es nur, um Kontakt zu halten, nicht um noch neue zu suchen. Weil ich habe immer die Position, dass viele was von mir wollen und deswegen, das ist eine andere Situation. Aber Herr Hahn, was raten Sie zum Beispiel den Leuten, die Sie beraten? Also wie wichtig ist da darüber hinaus sozusagen noch die verschiedenen Funktionen einer Plattform zu nutzen, darauf zu spielen und irgendwie da relativ viel Inhalte da auch noch mit hineinzubringen? Also vielleicht ist es so wie in normalen Gesprächen. Der Introvertierte spielt seine Karte aus, indem er zuhört und recherchiert und Daten gewinnt und Daten analysiert und Beziehungen über Verstehen herstellt, während der eher Kommunikative tatsächlich mal ein bisschen mehr sich aus dem Fenster wagt. Manchmal habe ich das Gefühl, egal ob Facebook-Gruppen oder auch LinkedIn oder Xing, da vertüdeln dann doch manche ihre Zeit. Wenn natürlich gerade Offline-Events möglich werden. Events besuchen ist immer cool. Ne? So, und manche Events, die online sind, funktionieren auch ganz gut. Also dieser direkte Austausch, ne? Visitenkarten austauschen war früher, heute ist es Xing, LinkedIn. Das ist schon toll. Aber jetzt als Berufseinsteiger ständig was zu posten oder hyperaktiv in irgendwelchen Gruppen zu sein, dann muss es extrem überlegt sein, da brauche ich schon eine Kommunikationsstrategie und wer macht sich da die Mühe? Also ich glaube, Recherche, also auch für die Kommunikativen, aber Recherche ist eins der wichtigsten Dinge, sich einfach aktiv zu vernetzen. Das wollte ich vorher noch sagen, wenn ich Frau Lutz als Kontakt hinzufüge, bin ich im Adressbuch von Frau Lutz zu finden und zwar auch für die Kontakte von Frau Lutz. Das heißt, wie cool ist das? Die Kontaktaufnahme nach dem Vorstellungsgespräch ist schon von daher sinnvoll, weil ich bin dann ja sichtbar in deren Kontakten. Und so werde ich ja dann auch immer besser zu finden. Und deswegen ist das eigentlich so das Hauptthema, ne? Recherche, Kontakte knüpfen, Menschen, die ich bereits kenne, zu kontaktieren und dann so kaskadierend den Kreis zu erweitern. Das halte ich für viel spannender, als jetzt da aktiv unterwegs zu sein. Also da vielleicht noch eine Ergänzung. In der guten alten Zeit, die vor 2,5 Monaten endete, haben wir Active Search gemacht. Also wir hatten oder haben wirklich einen Kollegen, der LinkedIn durchflöht nach Profilen, die wir benötigt haben. Und die sind, oder dieser Kollege war natürlich sehr versiert in dem Scannen von LinkedIn-Kontakten oder LinkedIn-Profilen. Ich bin zwar auf LinkedIn einigermaßen aktiv, aber ich bin keine Expertin. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen unterwegs sind. Diese wirklich professionellen Searcher, die gucken natürlich auf andere Sachen, als ich es tue oder als wir es jetzt tun, weil wir eben das nur nebenher machen. Ich glaube, es ist wichtiger, seine Daten ordentlich zu pflegen. Da bietet LinkedIn ja auch eine gute Orientierung, dass die sagen, wo man jetzt noch aktiver werden soll. Man kann ja auch etwas über sich selber schreiben. Das ist sicherlich auch sinnvoll, etwas in den Header, in diese Überschrift, so ein kurzes Profil. Das ist vielleicht sogar wichtiger, als viel zu posten. Wenn die Zeiten wieder besser werden und Unternehmen wieder Active Search machen, dann ist es bestimmt auch sinnvoll, da auf LinkedIn nochmal aktiver zu werden. Jetzt werden es vermehrt Kollegen, das sehe ich jetzt auch bei der Lufthansa, die mehr Zeit haben und selber sich und unser Unternehmen aktiv halten.
oder im Gedächtnis der Kunden sozusagen und der potenziellen Bewerber. Denn wir hoffen, dass die Zeiten wieder besser werden. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank Ihnen und auch euch für eure Fragen, für eure Zeit und für Ihre guten Ratschläge. Ich habe mich total gefreut. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen und es gab sehr viele konkrete und tolle Ratschläge. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und ihr nehmt viel mit. Das war tatsächlich unser erster Live-Talk und über euer Feedback würden wir uns total freuen. Wenn ihr euch angemeldet habt per Mail, bekommt ihr einen Fragebogen zugeschickt, den ihr auch auf der Facebook-Veranstaltung nochmal findet. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr möglichst zahlreich diesen Feedbackbogen ausfüllt, damit wir lernen können, wie diese Veranstaltungsreihe noch besser wird. Und als kleine Anregung dafür verlosen wir auch unter allen, die mitmachen, ein Z-Campus-Jahresabo. Ich würde mich auch total freuen, wenn ihr bei dem nächsten Live-Talk dabei seid. Der ist nämlich am 9.6. Ihr findet auf der Veranstaltungsseite auch nochmal alle Infos zu den Webinaren und den Live-Talks, die noch folgen werden. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.